Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute erschienen, gehypt in der Early Access Version Manor Lords. Und da gucken wir jetzt mal rein. Mal schauen, ob das Ganze läuft. Möchten Sie zulassen, dass durch diese App-Änderungen an diesem Gerät vorgenommen werden? Was heißt Änderung? Mach einfach auf. Jetzt gucken wir mal. Es ist jungfräulich. Ich habe dieses Spiel jetzt bis jetzt noch nicht angepackt. Das ist das allererste Mal. Und ja, schauen wir mal. Also es dauert jetzt eine Weile. Steam öffnet. Installationsskript wird durchgeführt. Ich denke, der wäre längst fertig damit. Weil er hat es schon installiert. Übrigens, Tipp. Mmoga. Dort kriegt ihr das relativ günstig tatsächlich. Okay. Oh Gott, das Ganze wird in Englisch. Das wird für mich natürlich dreimal schwer. Ich muss mal einen Schluck Cola trinken hier. Also es ist ein Indie-Passion-Project und hat 7 Jahre bearbeitet. Was? Oh Gott. Okay. Lesen wir uns nicht durch. Wir müssen mal die Musik leiser machen. Ich glaube nämlich, mit der Musik kriegen wir... Ich mach mal ganz leise. Mit der Musik wird, glaube ich, kriegen wir nämlich ein bisschen Ärger. So. Genau, wir gucken uns die Settings einfach mal an. Gameplay, Autosave, alle 10 Minuten, das ist okay, denke ich mal. Allow assignment to multiple control groups. Multiple. Tutorial, Pop-ups, Reaction. Oh Gott, ich hoffe, ich kann das nochmal irgendwann auf Englisch, auf Deutsch umstellen. Anti-Aliasing. Was ist FSR und DLSS? Eigentlich ja DLSS, oder? Aber er sagt hier schon, guck mal, höchste Auflösung, Qualität, V-Sync machen wir an. Maximale Framerate. Ach komm, Unlimited, hol raus, was du rausholen kannst. Mehr als 75 gehen sowieso nicht. Hier steht alles auf Ultra. Das kann nur gut werden, oder? Audio lassen wir erstmal so, da müssen wir gucken. Controls. WASD, das übliche. Ja, da werde ich auch noch meine Schwierigkeiten mit haben. Okay, Deutsch. Sehr schön. Entschuldigung, hätte man auch eher reingucken können. Größe der Benutzeroberfläche. Okay, Steuerung. Audio, Soundeffekte, militärische Befehle. Umgebung, Gameplay, das lassen wir erstmal so. Da gehen wir mal nicht ran. So. Dann würde ich sagen, neues Spiel. Jetzt ist erstmal die Frage, wer wollen wir sein? Der sieht zu... Na, nee. 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 Ach, hier kommt, der ist schon ganz cool. So, was müssen wir jetzt machen? Wappen müssen wir uns ausdenken. Okay. Okay. Wunderbar, das hier reinschmettert. Das sieht cool aus. Gucken wir uns das andere trotzdem noch an. Das auch. Ich nehme das. So, Hintergrund, was? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, da ändert er das. Aha. Ah ja. Ach so. Na, guck mal an. Da kann man das anpassen. Ach, wir lassen das jetzt so, wie das ist, weiter. Passt. Das bleibt jetzt alles so, wie das ist. Siegbedingungen, Herrschaft, KI-Gegner. Okay, die sind in Arbeit, die gibt es noch nicht. Feind außerhalb der Karte, der ist anwesend. Gut, der soll auch außerhalb der Karte bleiben. KI-Aggressivität,
Ausgewogen. Ach komm, reaktiv, aggressiv. Ja komm, ausgewogen. Überfallshäufigkeit. Erstmal, wir machen welche, komm. Überfallsfreie Jahre 2, Banditenlager zu Beginn 1, Limit, okay, Startvorräte, Standard. Junge, Junge, Junge. Übrigens, wenn ihr das Spiel genau über Steam bezahlt, ihr glaube ich 29,99 anstatt 39,99 oder Moga nochmal für den Steam Key 21 irgendwas. Bei Instant Gaming scheint es erstmal billiger zu werden, aber die kloppen hinterher die Steuer da noch mit drauf. Ach, guck mal hier, der ganze Szenario. Aufstieg zum Wohlstand. Voraussetzung. Erfüllt die Bedürfnisse eurer Bewohner, plant und beherrscht die mittelalterliche Stadt nach eurem Ermessen und kümmert euch nicht um kriegerische Auseinandersetzungen. Dann zwei Gebiete im Norden werden von einem unrechtmäßigen Baron beansprucht, dessen Burg abseits, okay. Wisst ihr was? Wir fangen erstmal hier mit an und sagen mal starten. CPU ist mit 73 Grad warm und die Grafikkarte 49. Die CPU wird tatsächlich, wow, CPU wird mehr belastet als die Grafikkarte. Das heißt, die beiden wechseln sich ab. Das nur mal so am Rande dazu. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Da sind, die stehen hier rum. Das erinnert mich so ein bisschen an Anno. Summer's coming soon, and soon the beating sun. Okay, was musst du jetzt machen? Boah, ich habe keine Ahnung hier im Moment, ey. Albrecht ist der Ochse. Okay. Also. Nicht zugewiesen. Was kann ich dir denn zuweisen? Summer's coming soon, and soon the beating sun. Irgendwas machen sie jetzt. Can I stay where there's drink? Aha. Ich habe eine neue Nachricht bekommen. Worin andere Schwierigkeiten vermuten, erkennt ihr Potenzial. Dieses Land soll unter eurer fähigen Obhut reich werden und gedeihen. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Fähig, okay. Erreicht den Siedlungsstufe große Stadt, um den Sieg zu erringen. Auf in goldene Zeiten, ja. In Manor Lords benötigen Familien Nahrung und Brennstoff, sowie ein Dach über den Kopf, um überleben zu können. Überwacht die Vorräte im Regionsmenü oben, um zu sehen, welche Bestände ihr zugreifen könnt. Okay. Oben, hier. Brennstoff. Erinnert mich aber doch schon ganz schön an Anno. Außer dass die schon. Was zum Teufel machen die hier? Nickel. Nicht zugewiesen. Ah, okay, warte mal. Personen. Sobald ihr eine Order platziert habt, besucht einen Viehhändler. Okay. Nicht an das Straßennetz angeschlossen. Aha. Alles klar, dann gucken wir mal. Also, wo ist denn überhaupt die. Ach so, ich kann weit rauszoomen, auf jeden Fall. Das ist unsere Karte. Hier gibt es überhaupt keine Straßen. Doch, da ist eine Straße. Guck mal. Wow, okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue.
Okay. So, in Manor Lords müssen Ressourcen fast in allen Fällen mit körperlichen Aufwand transportiert werden. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ihr könnt also auf Wunsch die Spielgeschwindigkeit verändern. Die Steuerung der Spielgeschwindigkeit befindet sich in der rechten unteren Bildschirmecke. Okay. Das ist diese hier. Gut, das hätte ich jetzt noch hinbekommen. Karte. Gebäude, okay. Kann Holzfällerlager. Okay, ah. Kann also ein Holzfäller. Okay. Brennholzhütte. Okay. Eine Sägegrube. Okay. Mhm. Verwaltung. Das ist ein Jägerlager. Das ist eine Sammlerhütte. Können wir die auch schon bauen? Okay, das passt. Ups. Das passt sich also so ein bisschen. Überprüft unbedingt die Ressourcenvorkommen und außerdem die Bodenfruchtbarkeit. Die entscheidet, in welche Richtung ihr eure Stadt entwickeln wollt. Wenn die Fruchtbarkeit in eurer Region schlecht ist, müsst ihr möglicherweise frühzeitig Handel treiben. Ah ja, okay. So. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Abbaugrube. Steinmetzlager. Okay. Ach, guck mal. Und hier haben wir die... Bauernhaus. Okay. Weide. Auf der Weide könnte man... Ich weiß gar nicht, wie groß die... sein muss, die Weide. Okay, und da können wir jetzt Tiere reinpacken, ja? Aha. Aber... Nee, also an der Straße angebunden ist ja soweit alles. Das ist okay. Die Frage wäre jetzt, wo wir Tiere herkriegen. Ihr seht schon, ich habe das noch nie gespielt. Es gab, glaube ich, noch schon mal eine Vorversion dafür, ne? Ich habe das noch nie gespielt. Guck mal, das ist fertig. Hier sind sie auch am Gange. Bauernhaus. Ach so, im Bau. Okay. Die Weide ist fertig. So, aber wo kriegen wir eventuell Tiere her? Wo könnten wir Handel? Nicht zugewiesene Familien widmen sich automatisch der Einrichtung von Gebäuden. Okay. Diesem Gebäude wurden keine Familien zugewiesen. Wählt es aus. Ah ja, okay. Alles klar. Ich sage immer okay. Aber... Thank you.
Holz. Wie kann ich denn einen zuweisen? Abreißen. Wie kann ich denn? Ich meine, er sitzt hier rum. So, pass auf. Man, vielleicht kann mir da mal jemand bei helfen. Auf jeden Fall. Ich habe im Moment null Ahnung. Also das Tutorial bis jetzt, muss ich sagen, finde ich es ein bisschen dürftig. Man könnte einen da durchleiten. Klicke hierhin, klicke dahin und so weiter und so fort. Ja, Obdachlosigkeit. Achso, warte mal. Ja, aber wie kann ich die denn auswählen? Obdachlose Menschen können nicht Teil einer Miliz. Ja, warten auf Fertigstellung einer Hofstätte. Und hier ist jetzt ein Haus dann, ja? Spiel gespeichert, okay. Abreißen. Nee, abreißen wollen wir ja nicht. Ungeschützte Waren, Lebensmittellager. Klicke die hier gelagerten Waren. Okay. Wir müssen auch noch mal gucken. Schafzucht, Windmühle. Gemeinschaftshof. Okay, was ist das? Speicher. Allgemeinlager. Tauschhandelsrouten. Ja, der redet Englisch. Ich verstehe aber nichts. Wohngebäude, Landwirtschaft, Industrie, Handel. Sammeln, Brennholz, Holzfällerlager, Brennholz. Was? In Bauernhäusern werden Familien beschäftigt, die auf den Feldern arbeiten. Die Arbeitskräfte werden anteilig anhand der Priorität des jeweiligen Feldes verteilt. Wenn Feldfrüchte wachsen, entziehen sie dem Boden bestimmte Nährstoffe, wodurch Fruchtbarkeit des Bodens vorübergehend sinkt, was in weiterer Folge für eine sukzessive Abnahme der Erträge sorgt. Entscheidet euch daher für eine Fruchtwechselwirtschaft. Und pflanzt jedes Jahr andere Feldfrüchte an oder lasst ein Feld ein Jahr brach liegen, okay? Das ist ein Bienenhaus. Also ich wüsste im Moment nicht. Speicher. Ist doch so eine Bitte, wie sie da schon steht. Lagerhaus. Lagerhaus haben wir noch nicht. Passt sich automatisch an irgendwas an, aber
Ach, nicht genug Material. Scheiße, wo kriege ich denn das jetzt her? Oh, Leute. Brennholzhütte, okay. Summer's coming soon. And soon the beating sun. Kann ich denn den Ramsch hier drehen? Gar nicht. Holzfällerlager. Es wurde nichts eingelagert. Es arbeitet aber auch keiner. Dauerhafte Viehzuweisung. Okay. Personen. Kann ich jetzt irgendwelche Personen hier... Ah, warte mal. Also, ich brauche da echt irgendwie ein Handbuch oder sowas für. Ich komme hier im Moment tatsächlich nicht voran. Ich habe wahrscheinlich schon wieder viel zu viel gemacht irgendwie. Aber irgendwie muss ich die doch zuweisen können. Ich meine, die stehen hier rum und könnten Holz... weißt du, was ich meine? Familie. Familien sind grundlegende Einheit, das Fundament des gesamten Spiels. Das ist mir schon klar. Jede Familie verbraucht pro Monat ein Brot Nahrung. Das ist aber sparsam. Leben in Wohngebäuden und so weiter und so fort. Gut. Gebäude, Bevölkerungswachstum, Zufriedenheit, Bestand, Überschuss. Handelspunkte, Warenhändler. Boah. Nehmen wir mal Sammlerhütte. Arbeiter sammeln Beeren von nahegelegenen Beerenbüschen. Naja, gut. Taverne, Steinmetzlager, Schafzucht. Jägerlager, das haben wir glaube ich nicht. Doch, haben wir doch. Arbeiter jagen, wilde Tiere, okay. Sägegrube. Arbeiter nutzen Bauholz, um Bretter herzustellen. Arbeiter fällen in der Nähe Bäume. Ja, aber das ist ja genau mein Problem. Wie kriege ich denn die Arbeiter da rein? Ah! We need more men at the camp. Okay. Let's go, people. Da ist so einer drin, okay. Aha. Let's get to work. Keiner mehr da, okay. So geht das. Okay. So, dann brauchen wir aber auch die Packstation. Ja, genau. Wir brauchen eine Packstation. DHL. Ach, guck mal, jetzt passiert was. Wohngebäude, Landwirtschaft, Logistik, Industrie. Eine Sägegrube haben wir noch nicht, ne? Ist da schon eine Sägegrube drin? Weil wir müssen ja auch weitermachen. Why do I
Ich habe nicht genug Baumaterial, oder? Ich brauche 2 Holz. Okay, was tut sich denn da oben? Beobachten wir das Ganze mal gerade eine Weile. Ich meine, das ist jetzt eine blöde Stadt, die ich hier baue. Ich weiß, das müssen wir dann später nochmal verschönern oder so. Aber es geht ja überhaupt erstmal um das Ganze zu probieren. Na komm, sammel mal Holz. Wo bleibt ihr denn mit dem Zeug? Ich meine, die arbeiten ja. So ist es ja nicht. Wir machen mal ein bisschen schneller. So, ah. Jetzt können wir sie bauen. Die Sägegrube und ein Forsthaus. So, dann können wir noch mal eine Straße bauen. Das sieht alles sehr komisch aus, was ich hier mache, aber egal. Kohlenmeiler. Jägerlager, das haben wir. Sammlerhütte haben wir auch. Okay. Ach, guck mal, da oben sind wir. Mhm. Auch gut. Ihr könnt Anspruch auf andere Regionen erheben, wenn ihr genügend Einfluss erlangt habt. Naja, gut. Ich muss erstmal sehen, dass ich hier meine Stadt überhaupt mal fertig kriege. Huh? Speicher. Lagerhaus. Aber so ein kleines Lagerhaus auch noch. Guck mal. Können wir das irgendwo? Was bedeuten diese komischen Pfeile da dran? Eine Packstation. Okay. Brunnen. Brunnen ist nicht schlecht. Okay. Straßen anrasten. Ach, benötigt Grundwasser, auch das noch. Aber hier ist doch ein Fluss. Oder sehe ich das falsch? Warte mal. Lass uns den mal wegklicken. Ah, okay. Brauchen auf jeden Fall. Genau, wir brauchen auf jeden Fall einen Brunnen. So, den haben wir jetzt auch. Haben wir hier noch eine Hofstätte. Bietet Freiraum für einzelne Familien. Da ist der Brunnen am Start. Hier ist ein Marktplatz. Okay. Einige Gebäude verfügen über flexible Grenzen. Stimmt 4 Punkte, um ein Gebiet zu markieren. Der Cursor rastet an Straßengebäuden ein und es wird versucht, eine möglichst natürliche Form zu erzeugen. Definiert eine größere Fläche, um zukünftige Erweiterungen zuzulassen. Okay, alles klar. Dann machen wir doch. Guck mal hier. Hier.
time to find a good tree. Soft tree. Come on, laddie. So. Taverne brauchen wir die schon. Eine Holzkirche. Eine Leichengrube. Ja. Leichengrube müssen wir haben. Und okay, wir haben dafür nicht genug Material, alles klar. So, Landwirtschaft. Ein Feld. Wir haben hier einen Bauernhof, richtig? Summer's coming soon, and soon the beaten sun. Okay, die Felder müssen also sehr groß sein, okay. Dann, aber was auf jeden Fall schon mal gut ist, dass wir keine... Was ist hier denn? Wow. Ist hier Gold oder was? Kann man das entdecken? Weiß zwar nicht, was da abgebaut wird, aber es ist erstmal egal. Kann nur was Wichtiges sein. Unser Feld eigentlich hingebaut. Oder baut er sich da automatisch drumherum? Why do I have to carry this alone? Was? Warum du was alleine tragen musst, na warum denn nicht? Also, wir haben jetzt schon mal wichtige Sachen. Ob das so wird oder nicht, das kriegen wir dann zu sehen. Aber, liebe Leute, wir sind hier schon 33 Minuten am Start. Ich denke mal, hier werden wir noch eine Weile zugucken. Versuchen, das auszubauen. Mal schauen, was wir machen können, was hier wird, was an Material rankommt und so weiter und so fort. Ob die Bevölkerung steigt, ob das mehr werden. Da habe ich auch noch keine Ahnung, wie das mehr werden sollen. Aber okay. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über neue Abos, über nette Kommentare. Vor allen Dingen auch vielleicht Hilfestellung hierzu, wer das schon gespielt haben sollte oder wer das schlauer ist als ich. Vielleicht aus der ersten Version. Und dann gucken wir einfach mal. Und vor allen Dingen gucken wir auch, was hier in diesen beiden Gruben abgebaut wird. Ich denke mal, das sind wichtige Dinge, die wir eventuell brauchen können. Und wo wir was mit anstellen können. Hier hinten ist nämlich auch noch irgendwas. Das ist ein Feldsteinvorkommen. Na, guck mal. Wie war das? Abbaugrube, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich baue hier quer übers Feld. Aber egal, das kriegen wir hin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Abo, nette Kommentare und dergleichen habe ich gesagt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ich werde mich hier nebenbei so ein bisschen reinfuchsen und mal schauen. Sieht im Moment alles ein bisschen chaotisch aus, das Ganze. In diesem Sinne, oh, ich habe was Neues gesehen. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich und wir sehen uns. Ciao, ciao.